Ich bin Aaron, wir sind gerade in der riesigen Industriehalle von Badusch. Wir wollen hier einen Hindernisparcours bauen, der Extraklasse. Ich bin in erster Linie dazu da, um die nötigen Vorbereitungen vor dem Dreh zu treffen. Das heißt, alles ready zu machen, erstmal die Halle schön plain zu bekommen und am Ende natürlich auch die Hindernisse so platzieren, dass unsere Trasseure was damit anfangen können. Ja, hallo, mein Name ist Pascal Buf. Ich bin Projektleiter bei Ashigaru und zuständig für das Badusch-Projekt. Wir produzieren die komplette Woche einen Imagefilm für die Firma Badusch zur Präsentation ihrer neuen Kollektion. Mein Name ist Klaus Gablik. Ich bin seit 38 Jahren in der Firma Badusch tätig. Habe mal als Kraftfahrer angefangen und habe dann die Technik übernommen. Die Fahrzeugtechnik, wenn Fahrzeuge irgendwas kaputt ist oder irgendwas, da kümmere ich mich drum. Ja, das ist das erste Mal, dass ich so einen Dreh mitmache und das ist schon eine Erfahrung für mich, ne? Die Zusammenarbeit zwischen den Athleten und mir war hervorragend. Es hat mir auch viel Spaß gemacht. Ich habe sowas noch nie mitgemacht, also es ist einfach traumhaft. Ich bin jetzt schon so lange im Unternehmen und habe das jetzt auch noch mitgemacht und dann kann ich irgendwann mal jetzt in Rente gehen. Gefilmt wird das Ganze von Sebastian Linder und Frank Sauer. Gekommen auf die beiden Kameramänner bin ich durch aktuelle Projekte oder auch schon vom Sehen durch Vimeo und andere Projekte, die die beiden schon gemacht haben für Red Bull oder auch das Video von Jason, Welcome to Dreamland oder auch das letzte Projekt von Sebastian, Revenge of the Beasts. Hi, ich bin Dennis Mastlic. Bei diesem Projekt bin ich Athlet und einer der Protagonisten. Haben jetzt die letzten 4 Tage viel, viel Zeit und Mühe reingesteckt, um diese alte Wäscherei in einen Parcourskurs umzubauen. Im Augenblick ist es wirklich ein richtig schöner Spielplatz geworden. Ja, das ganze Projekt ist für uns eine coole Möglichkeit, auch einfach mal nicht nur vor der Kamera tätig zu sein, sondern halt auch einfach das Konzeptionelle und die Produktion zu übernehmen, weil für gewöhnlich wird man gebucht und ist halt quasi der Athlet oder der Springer. Und bei diesem Projekt haben wir alle mit angepackt, von der Konzeptionierung bis zu Hallenumräumung, Gestaltung dieses Parcourskurses bis jetzt zum Dreh. Und auf jeden Fall ein sehr cooles Projekt und es eröffnet einem ganz andere Möglichkeit. Die Crew ist schon da, wir warten jetzt nur auf die Leute von Badusch, die das Ganze jetzt quasi absegnen, ob man noch irgendwas ändern muss. Und ja, da bin ich gespannt, wann es mit dem Dreh losgeht.
Name ist Renata Fusulevic und ich bin seit 12 Jahren bei der Firma Badusch und seit 5,5 Jahren im Marketing tätig. Ich bin auch im Marketing, ich bin die Jasmin Heller und zusammen stemmen wir jetzt das Projekt Work and Protect. Also unsere neue Kollektion ist modern und ergonomisch und da passt unserer Meinung nach einfach perfekt Parkour rein. Also die Anforderung an Ashigaru war einfach, die Kleidung sportiv in Bewegung darzustellen, eben auch durch dieses Parkourlaufen und da die einzelnen USPs hervorzuheben. Ashigaru hat uns überrascht und die Erwartungen wirklich voll erfüllt. Wir hätten nie gedacht, dass das alles so problemlos läuft und sind echt sehr, sehr zufrieden. Sehr positiv überrascht. I need it right now. Give it to me, baby. I don't care how.